Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Die Wirtschaft wird auch weiter fungieren, aber wir haben Herausforderungen, die müssen wir jetzt noch diskutieren, wo man natürlich fragen kann, nicht wahr, warum empfiehlt der Heiko Thieme eine VW und keine BMW und Daimler zum Beispiel. Das sind so die Dinge, die dann ins Eingemachte gehen. Aber generell behaupte ich, und dieser Satz möchte ich nochmal gleich vorne ranstellen, an meiner Prognose, dass wir am Jahresende höhere Kurse haben, als wir am Ende letzten Jahres hatten, also einen Anstieg verzeichnen, das bleibt bestehen. Ich gehe sogar bis zur 17.000 Marke, vielleicht sogar noch ein Schnaps mehr. Das wird für viele jetzt fast unverständlich sein, wie man so optimistisch sein kann. Und beim Dow Jones Index halte ich die 38.000 Marke für eine absolut machbare Größe, auch wenn wir zurzeit historisch betrachtet sehr teuer sind, gemessen am Kursgewinnverhältnis. Das akzeptiere ich, aber es gibt viele Chancen, die, glaube ich, im Nachhinein meine Meinung auch begründen können, auch aus der Historie heraus. Das können wir nachher noch kurz diskutieren. Value Investor sein wie Warren Buffett. Kommen wir auf dieses Thema. Was tun, wenn kein Investor dümmer ist als du? Dumm gelaufen. Man unterscheidet ja zwischen Momentum und Value-Strategie. Bei Momentum verbleibt der Anleger quasi in der Hoffnung, dass er noch einen dümmeren findet, der einen noch höheren Preis bezahlt. Ja, und die zweite Methode, auf Aktien zu setzen, ist die Value-Strategie. Hier agiert der Anleger als Mitunternehmen und verfolgt die Langzeitstrategie und setzt auf den inneren Wert einer Aktie. Heiko, wie hältst du's? Ich gehöre zu dem Letzteren, zu den Value-Anlegern, aber ich sage antizyklisch. Ich schaue mir an, was Unternehmen wert sind und was sie machen können, welches Potenzial sie haben, ohne es garantieren zu können, und würde dann auf das Produkt setzen, auf das makroökonomische Umfeld und dann auf die Fähigkeit des Managements. Alles kann sich natürlich ad hoc sehr schnell verändern. Das Management kann plötzlich den Hut werfen und dann ist man plötzlich ohne Führung da, man muss dann einen neuen Manager haben. Es könnte sein, dass plötzlich makroökonomische Dinge eintreten. Bei uns zum Beispiel in Europa war es der Ukraine-Krieg unter anderem, der das ganze Umfeld verändert, und das muss man immer wieder mit einarbeiten. Aber ich sage es als Value-Investor mehr, ich würde sagen als Antizykler, und da kennt ja jeder die Strategie von mir, etwas, was 20% fällt, Substanzwert ist, wird bei mir angeschaut. Das wird nicht notwendigerweise schon gekauft, aber es wird angeschaut. Und wenn man sieht, was also Momentum-Spieler sind oder Momentum-Strategien sind, das war typisch vor gut jetzt knapp drei Jahren, als wir im Sommer nach der Pandemie, also im Sommer 2020, plötzlich sahen, dass es 5 Werte gab, die Fangwerte, die nur in eine Richtung gingen, und zwar dramatisch in eine Richtung gingen, nicht wahr? Ohne jede Vernunft und ohne jede Rationalität. Da konnte man nur kaufen, 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 und Heiko Thieme war nicht dabei. Fiel es mir schwer, nicht dabei zu sein? Nein, aber musste natürlich dann auch durchhalten können. Und diese Werte übrigens stehen bei mir jetzt fast alle auf meiner Kaufliste, weil sie 40-80% gefallen sind. Das konnte sich im Sommer 2020 kein Mensch vorstellen, dass es auch mal so zurückgeht. Und genau das ist die Situation, die also ein Value oder ein Antizykler ausmacht. Und das ist das, was auch indirekt Warren Buffett tut. Er guckt sich Unternehmen an von der Substanz und sagt langfristig, und bei dem heißt es langfristig, was passiert in den nächsten 10 Jahren mit dem Unternehmen, und über solche einen Zeitraum können die wenigstens nachdenken. Ich bin aber groß geworden. Ich war in meiner Branche vor über 50 Jahren bei Wood Mackenzie. Da hieß also, alles, was unter 25 Jahre ist, ist kurzfristig. Ich meine, das muss man sich überlegen. Das war damals tatsächlich so. Der Senior sagte, langfristig heißt, was passiert in den nächsten 25 Jahren für uns. Kurzfristig, was in den nächsten 5 Jahren, das ist doch Handel. Wir wollen doch nicht handeln, wir wollen doch langfristig investieren. Also ich komme von einer extremen Seite her von Wood Mackenzie. Ich war dann über die Deutsche Bank, wo ich den Aktienhandel ja und die Research auch geleitet habe über USA in den 80er Jahren. Und dann eben die Selbstständigkeit als Fondsmanager auch zu sehen, wie verwendet man das alles. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt Stratege bist oder ob du Analyst bist. Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.club. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.